Hallo Freunde, heute kommen wir zum Test der Standheizung. Ich habe es ja versprochen und wir haben jetzt schon Samstag, das heißt morgen kommt das Video online und leider habe ich keinen passenden Morgen gefunden, wo es ein bisschen extremer gewesen wäre als jetzt heute und deswegen müssen wir so ein bisschen jetzt damit klarkommen. Wir haben so 5 bis 6 Grad draußen. Ich habe extra Fenster und Tür aufgemacht, damit es nochmal ein bisschen durchkühlt hier drin auch. Also damit es so extrem wie möglich ist, sag ich mal. Wir werden bestimmt noch mal einen Test finden, wo dann vielleicht auch Eis an den Scheiben ist oder so. Damit wir mal gucken können, wie lange das dauert, morgens das Auto zu enteisen oder so mit der Standheizung. Noch habe ich hier nichts verbaut oder so. Das heißt, sie ist auch noch relativ laut, muss ich zugeben. Aber ich hoffe, das dämmt sich dann noch ein bisschen, wenn ich dann Gehäuse drum baue und dann eben auch vielleicht noch ein bisschen dämmen werde. Aber dazu kommen wir dann auf jeden Fall später. Jetzt werde ich euch so einen kleinen Thermometer einblenden. Und dann im Endeffekt auch nochmal sagen, wie lange es gedauert hat. Ich werde so vielleicht so auf 15 bis 18 Grad mal gucken. Ich werde ja hier im Bus sitzen und mal schauen, wann es denn sich so anfühlt, als wenn man jetzt hier angenehm drin sitzen kann. Und wir werden die Standheizung dann so auf mittlerer Stufe, damit wir so einen Mittelwert einfach mal haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal wieder. So, ich glaube, das hat man ganz gut gesehen und ich fand die Zeit ganz gut. Also 35 Minuten haben wir jetzt ungefähr laufen lassen. So 8 bis 9 Grad. Das Thermometer hing noch ein bisschen hinterher. Jetzt haben wir schon mal wieder 14,4 Grad, sehe ich jetzt im Hintergrund gerade. Also 8 bis 9 Grad in 35 Minuten. Ich möchte meine Meinung mal ein bisschen zurückhalten, weil ich möchte einfach mal eure Meinung dazu hören und vielleicht auch eure Erfahrung vielleicht mit anderen Standheizungen oder so. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. 35 Minuten, 8 bis 9 Grad. Zum Schluss ging es sogar etwas schneller, würde ich jetzt mal behaupten. Ist richtig schön warm. Jetzt habe ich die Tür wieder aufgemacht, damit ein bisschen Licht reinkommt für die Kamera. Aber man hat einfach gemerkt, dass es total warm war. Und auch dieser Unterschied von 10 Grad ist natürlich schon enorm. Also wenn man jetzt von draußen von 5 Grad in 15 Grad reinkommt, das ist natürlich schon einfach geil. Also wie gesagt, meine Meinung mal ein bisschen unterm Strich, aber ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen, auch wenn es nur ein kleines Video ist. Ihr wisst, ich habe ein bisschen Stress noch mit der Uni und so. Deswegen momentan nicht so große Videos. Aber der ganze Bau der ganzen Konstruktion hier kommt natürlich noch nach meinem Stress und ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und dann hoffentlich legen wir auch mal wieder mit den Reisen ein bisschen los, denn da wollen wir das Ganze ja auch testen und mal gucken, ob das auch das hält, was es verspricht, beziehungsweise dass wir auch schön in diesem Bus hier ein bisschen leben können oder wohnen können. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, wenn ihr noch mehr sehen wollt, vielleicht noch mehr Tests von der Standheizung, wenn ihr noch mehr wissen wollt, gerne in die Kommentare und Fragen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!